In diesem Video beginnen wir mit dem letzten großen Thema dieser Videoserie, und zwar der Differentialgleichungen. Das Thema dieses Videos ist die Untergruppe der linearen Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten. Betrachten wir zuerst einmal die typische Form von linearen gewöhnlichen Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten. Es handelt sich hierbei um eine Linearkonversion der Ableitungen von y, wodurch auch die Namensgebung klar sein sollte. Wir haben also die typische Form von a0, 0. Ableitung von y, plus a1, 1. Ableitung von y, und so weiter, bis an, nth Ableitung von y, gleich q, wobei dieses q hier die Inhomogenität ist. Die Lösung solch einer Differentialgleichung, oder besser gesagt jeder linearen Differentialgleichung, lässt sich dabei in eine homogene und eine partikuläre Lösung unterteilen. Wir haben also die generelle Lösung y von x gleich die homogene Lösung yh von x plus eine partikuläre Lösung yp von x. Das homogene Problem ist dabei wie folgt definiert, das ist einfach die Linearkonversion ohne die Inhomogenität. Also gleich 0. Aufgrund der Linearität der Gleichung in den Ableitungen von y gilt das Superpositionsprinzip, was bedeutet, dass eine Linearkonversion von Lösungen zur Gleichung selbst wieder eine Lösung zur Gleichung darstellt. Das bedeutet, waren y1 und y2 jeweils Lösungen zur Gleichung, so ist auch c1 mal y1 von x plus c2 mal y2 von x eine Lösung zur Gleichung. Das werden wir gleich noch brauchen beim Euler-Ansatz. Widmen wir uns dem Lösungsverfahren des homogenen Problems. Als erstes müssen wir über den Euler-Ansatz und das charakteristische Polynom von ODIs sprechen. Der Euler-Ansatz ist denkbar einfach. Wir haben einfach den Ansatz, dass die Lösung die Form einer Exponentialfunktion hat, und zwar von lambda x, wobei lambda eigentlich die Eigenwerte des Problems sind, des charakteristischen Polynoms. Und das charakteristische Polynom hat folgende Form. Wir können es als charakteristisches Polynom von diesen Lambdas beschreiben. Das folgt direkt daraus, wenn wir den Euler-Ansatz in unsere Differentialgleichung einsetzen, und ihr wisst ja, die Ableitung von der Exponentialfunktion von lambda von x wäre in diesem Fall nichts anderes als lambda mal die Exponentialfunktion von lambda x. Und die Exponentialfunktion von lambda x können wir rausstreichen und erhalten somit einfach a0 mal lambda hoch 0 plus a1 mal lambda hoch 1 und so weiter bis an lambda hoch n. Und das muss so sein, wir müssen also die Nullstellen für das charakteristische Polynom finden. Das sind dann eben die Eigenwerte. Und bei mehrfachen Nullstellen müssen wir noch eine kleine Anpassung bei den Lösungsfunktionen vornehmen, damit diese unabhängig sind und unseren Lösungsraum vollkommen aufspannen. Und zwar folgendermaßen sagen wir, wir haben irgendeinen Eigenwert gefunden, lambda i, und der ist k-fach. Dann gilt für die entsprechende Lösung y i von x, dass das die Summe ist von j gleich 0 bis k von bj mal x hoch k, und das ist eben die Anpassung, mal der Exponentialfunktion von lambda i x. Also wichtig ist diese Anpassung hier für eine k-fache Nullstelle. Und dank des Superpositionsprinzips gilt dann am Schluss, wenn wir alle Eigenwerte gefunden haben für die Lösung des homogenen Problems, folgendes, das ist dann einfach die Summe von i gleich 1 bis n für alle n Nullstellen von ci mal diesen yi von x. Wenn wir natürlich eine k-fache Nullstelle drin hatten, dann geht die Summe nicht bis n, sondern bis n-k, und wir haben dafür bei einem dieser yi k Lösungen durch die obere Summe gegeben. Betrachten wir am besten gleich ein Prüfungsbeispiel zu Differentialgleichungen und zur homogenen Lösung, um das Ganze anschaulich zu betrachten. Und zwar haben wir hier die zweite Ableitung von y plus die erste Ableitung von y minus 6 mal y selbst, soll das gleiche sein wie 50 mal Cosinus von x mit den Anfangsbedingungen y von 0 ist gleich 0 und Randbedingung Limes x gegen unendlich von der Lösung y von x, das soll kleiner sein als unendlich. Was wir jetzt betrachten in diesem Video ist einfach die homogene Lösung. Das ist das Erste, was ihr anschaut.
Das heißt, wir haben die zweite Ableitung von x plus die erste Ableitung von x minus 6 mal y von x. Sei gleich 0. Wir machen den Euler-Ansatz und haben dementsprechend y von x gleich Exponentialfunktion von lambda x als Lösung. Wir können das charakteristische Polynom aufstellen. Das könnt ihr direkt machen. Das gibt einfach lambda Quadrat plus lambda minus 6. Das soll jetzt gleich 0 sein. Das können wir also faktorisieren. Dann haben wir lambda plus 3 mal lambda minus 2 gleich 0. Wie kommt man auf das? Ihr wisst, dass der Koeffizient hier ist 1. Das ist die Addition der beiden Koeffizienten hier unten. Und die minus 6 hier, das ist die Multiplikation. Und dann könnt ihr finden, 3 mal minus 2 gibt minus 6 und 3 plus minus 2 gibt 1. Jetzt haben wir das gefunden, das heißt, wir haben lambda 1 gleich minus 3 und lambda 2 gleich 2. Und es ist keine Nullstellen doppelt, wir können direkt aufschreiben, die homogene Lösung ist c1 mal Exponentialfunktion von minus 3x plus c2 mal Exponentialfunktion von 2x und haben somit die homogene Lösung zum Problem bereits gefunden.